Jawohl. Okay, also ich denke mal, ich tippe auf einen Mooskrabbler von da. Vom Geräusch her. Okay. Hallo? Ja, ich wusste es. Ein Mooskrabbler. Ja. Mooskrabbler. Oh nein, und ich bin schon voll. Oh, hier gibt es so viel. Oh, 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 was haben wir denn da? Achso, über Flüsterbäume, das haben wir schon. Wow! Was ist los? Hallo? Ach, hier ist wieder so ein Ort, alles klar. Stimmt, unser Arkanistenfieber steigt dann. Das ist wieder so ein besonderer Ort, aber ich bin voll. Ich kann jetzt nichts mehr nehmen. Ich habe jetzt hier eben in einer heimlichen Pause sozusagen dem Wartüren schon was gegeben. Oh, warte mal. Aber wir haben hier, glaube ich... Ja, wir müssen hier gleich nochmal... Und ich habe noch so viel auf der Liste. Ich will die Trolle noch erledigen. Wir haben ja hier Elfriede. Warte mal, kann ich vielleicht ein paar Sachen bei ihr verkaufen? Aber ich glaube, die hat nicht besonders viel Kohle dabei. Da ist sie! Hallo, kleine Elfriede. Warte mal. Eschra, wie sieht's aus? Grüße. Wir können aber erstmal fragen. Alles im rechten Lot? Das ist eine merkwürdige Frage. Ist alles in Ordnung? Dank euch, ja. Ein paar Tage werde ich hier noch sammeln. Dann geht's wieder zurück nach Ark. Okay, wie sieht's denn aus mit Handeln? Natürlich. Gut, wie viel Geld hast du denn? 545. Was können wir ihr denn verkaufen? Warte mal, so. Davon haben wir insgesamt schon 3 Stück. Okay, 2 davon kann sie haben. Von dem Rest würde ich mir ganz gerne mal so ein bisschen was lassen. Oder? Weiß ich auch nicht. Ist aber auch mal alles ziemlich schwer, ne? Wir haben... Oh. Was trage ich denn gerade am Kopf? Den Feinstahlhemd. Okay, der hat ein bisschen mehr. Was hat der denn? Verbessert eure schwere Rüstungsfähigkeit um 5 Punkte. Und Einhandangriffe verursachen 3% mehr. Und die Lebensenergie steigt um 8 Punkte. Okay. Elementarzauber kosten 3% weniger. Das ist bei unserem Feuerschaden, den wir immer ganz gern benutzen, gar nicht mal so schlecht. Aber hier ist die Ausdauer. Oh, das ist so schwierig, verdammt. Aber vielleicht irgendwas. Das ist mir zu perfide. Ich müsste erstmal den Feind mit dem Feuergift infizieren sozusagen und dann mit Feuerschaden arbeiten. Ich glaube, so... Vielschichtig denke ich nicht. Ich verkaufe das einfach mal. Frostgift verkaufe ich auch. Das bringt allerdings nicht besonders viel, ne? Gift des Leidens. Bringt nicht genügend Schaden. Weg damit. Sie hat noch 378, okay. Gift des Leidens verbessert. Für 3 Sekunden gelähmt. Na, ich kann es mir ja mal offen lassen. Okay, was haben wir sonst noch? Ja, mit den Rollen arbeite ich eigentlich eher weniger, ne? Oh, hier, Eispranke müssen wir gleich nochmal eben. Und Verzauberung. Wir haben ja noch ein Verzauberungsbuch, okay. Da weiß ich nicht, was wir schon gelesen haben. Ach, warte mal, doch, die kennen wir schon. Die können wir ihr auf jeden Fall geben. Dann sind wir die auch schon mal los. Haben wir sogar 2-mal. Okay, jetzt... haben wir schon wesentlich weniger, aber ich glaube, da ist noch wartet noch einiges zu looten auf uns. Sie hat auch noch ein bisschen. Oh, wir haben, was wir alles mitschleppen. Eisenerz, Eisenbarren, das ist doch auf Dauer viel zu schwer. Warum habe ich das alles? Hier, Tintenfass, weg damit. Zerstörtes Buch, weg damit. Kerzenständer, weg. Silberkerzenständer, weg. Die Silberschüsseln, weg. Guck mal, das bringt auch schon ein bisschen was. Eine leere Weinflasche. Was schleppe ich denn für einen Scheiß mit mir rum? Ja, was hat das mit den Waldstack-Münzen auf sich? Wir haben sie gefunden, aber
Ich habe noch nicht keinen weiteren Hinweis auf irgendetwas bekommen. Ich würde mal interessieren, ob das irgendwas bedeutet. Ob wir dem noch irgendwie auf den Grund gehen müssen? Keine Ahnung. Ach, Mann. Lebensenergie um 10 Punkte ist auch alles nicht schlecht, aber ich wage zu bezweifeln, dass ich das tragen werde. Das Spinnengift, komm, Spinnengift weg. Was ist denn noch so richtig schön schwer? Unsere ganze Rüstung auf jeden Fall. Wenn ich das hier so sehe, wow, das haut ganz schön rein hier, die Harnische. Abgesehen von den Waffen natürlich. Da muss ich mal gucken, ob ich das noch aufdröseln kann zum Entzaubern sozusagen. Oh, verdammt. Frostwind. Okay, komm, soll erstmal reichen. Danke dir. Schreitet ja, wohl. Schreitet ebenfalls wohl. Okay, pass auf. So. Okay, Arkanistenfieber ist jetzt schon auf 62%, ne? Das wird echt lustig. Ich glaube, ich gucke mich erstmal hier weiter um. Glühwürmchen. Hatte ich den Rucksack schon? Nee, ne? Ich glaube nicht. Eisenbahn, Genesungstrank, Gift der Magielösung und Zauberbücher. Sehr schön. Hier ist kaputt, ne? Das ist alles klar. So. Schmetterling. Oder Mondscheinfalter. Ein Falter ist ja kein Schmetterling. Das ist dann, glaube ich, eine Motte, ne? Lavendel. Und hier ist sonst nichts weiter. Okay, da geht's auch nach oben. Ja, dann muss ich das zur Not. Wir haben, glaube ich, noch einmal Ambrosia dabei. Dann muss ich das in Kauf nehmen. Dass ich eben halt noch ein bisschen was dazu kriege. Das geht noch vom Gewicht. Wir wollen ja alles verkaufen, ne? Wir wollen ja zusehen, dass wir genügend Geld machen können. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hoch. Ist hier auch so ein besonderer Ort? Nee. Lehrlingsbuch Psionik und eine Truhe. Ein Feuerschutztrank, okay. Warte mal, wir haben auch, Quatsch. Wir haben doch auch, wo war das hier, ne? Wir haben nicht genügend Handwerkspunkte, deswegen, alles klar. Hm. Psionik ist aber als erhöht. So, was haben wir hier? Eine Eispranke. Und es bestätigt sich wieder mal. Was bist du denn? Achso, ein Vogel. Ich dachte, jetzt kommt hier ein Angriff oder sowas. Okay, da wollen wir gleich hoch. Und wir waren ja auch noch nicht drin, ne? Davon mal abgesehen. Aber ganz ehrlich, ich setze mich jetzt auch mal hier hin. Ja, schön. Und eigentlich könnten wir mal eben in der Zeit die Eispranken essen, ne? So. Sehr gut. Ja. Na gut. Bringt ja leider nichts, außer sich jetzt die schöne Umgebung anzugucken. Also rennen wir jetzt eben wieder zurück. Und dann schauen wir mal. Auf der anderen Seite müssen wir also ein bisschen aufpassen. Wegen des Arkanistenfiebers. Ist hier noch irgendetwas? Ein Eimer, ja. Aber den schleppe ich jetzt nicht auch noch mit. Fass ist leer. Okay. Gut, gut. Hier ist sonst nichts. Ne? Also ich erwarte ja überall eigentlich irgendwas. Da ist auch nichts drauf. Okay. Ist hier irgendwas? Nein, leere Fässer. Kann aber auch sein, dass ich tatsächlich schon mal im Vorbeilaufen gelootet habe. Ich merke das ja nicht immer alles so. Ach, gucke mal an. Meine Truhe. Einzelteile, Eisenerz. Ja,
Wasseratmung nehme ich doch gerne. Und Wacholder und ein Gedichtband. Oh Gott, das muss ich dann alles auch noch lesen. Oh Mann. Nee, nehmen. Nimm bitte mit. Danke. Waldbeeren nehme ich auch gerne mit, aber sonst war es das, ne? Okay. Gut, dann wieder zurück. Und jetzt gucken wir da oben weiter. So. Okay, also ich muss aufpassen wegen des Arkanistenfiebers. Was ist das? Das ist sonst gar nichts. Ich nehme das jetzt einfach mal mit hier. Wir haben das, glaube ich, schon eingesammelt beim letzten Mal. Das gleiche Buch. Ja, ist gut. Das nehmen wir mit. Das Geld nehmen wir mit. Ja, ja, ja. Das ist ein Bett, wo man schlafen kann. Das sollte man doch sicherlich nicht tun, oder? Hat sich verschlimmert. Ja, ich weiß, dass sich das auf meinen Charakter auswirkt, was du nicht sagst. Zum Scherz müsste ich ja eigentlich da mal schlafen, ne? Aber das wird meinem Charakter ja wohl noch weniger gut tun. Kann man hier irgendetwas machen? Tja, keine Ahnung. Okay, jetzt bliebe nur noch die Möglichkeit, können wir hier irgendwo rein? Das war eine zerstörte Tür. Kann man hier eigentlich irgendwo rein? Kann man da irgendwie rauf? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Warte mal. Ich nochmal von oben gucken. Das kann ja jetzt nicht sein. Irgendwie müssen wir doch da. Da ist aber auch keine Tür. Kommt man in den Turm nicht rein? Und da hoch auch nicht, ne? Hier ist keine Tür. Okay. Da auch nicht. Na, da auf den Felsen will ich eigentlich nicht rumspazieren. Und ich glaube, das ist gar nicht vorgesehen. Oder übersehe ich jetzt irgendwas? Gibt es hier irgendwo einen Geheimeingang? Ich meine, die Tür ist ja zerstört. Und das ist auch, glaube ich, von der anderen Seite auch zugänglich, ne? Hm. Warte mal, da muss man drauf kommen können. Huch. So, das ist die Tür von der anderen Seite, ne? Warte. So, hier war ja Elfriede drin, mit dem Anklopfen. Ah, komm schon. Hoch mit dir. So, gut. Zack. Zack. Ah. Und, jawohl. Okay, pass auf. Gucken wir erstmal eben hier lang. Das geht. Oh. Okay, hier könnten wir mit Feuer arbeiten. Warum sollte ich hier mit Feuer arbeiten? Frage ich mich gerade. Oder sehe ich da zu viel hinter? Ich meine, wir haben ja Feuerschutztrank gekriegt. Da ist eine Schatulle. Eine Schmuckschatulle. Was haben wir da drin? Ein Bronzeanhänger des Jägerlehrlings. Okay. Und eine Truhe. Geld drin, sehr schön. Aber da drüben ist doch auch noch was. Okay, da komme ich so nicht hin. Das ist die Frage, wie kommt man da hin? Ich will auch nicht gleich runterfallen. Ha! Urne. Da ist auch nochmal Geld drin.
Nebelschwamm, okay. Aber hier kommen wir nicht rüber, oder? Kommen da irgendwie drauf? Wahrscheinlich mit... Oh je. Ah! Nein! Ich hab's doch fast geschafft. Verdammt nochmal. Okay, nochmal. Das klappt. Das muss klappen. Garantiert. So, pass auf. Nein, oh, du spring doch. Oh Mann. Ah, komm schon. Das. Oh. Komm, das. Oh, jetzt ist aber gut hier. Okay, guck ich nochmal hier in die Nische. Deswegen bin ich da jetzt runtergefallen, um diese Nische nochmal zu gucken. Komm schon. So. Okay, das kriegen wir hin. Ach, man muss gar nicht laufen. Okay, was haben wir hier? Schriftrollenstapel. Leeres Pergament. Haben wir uns schon angeguckt. Wir haben uns das leere Pergament schon angeguckt. Okay. Aber das war es jetzt hier, oder was? Anscheinend. Okay, schade. Hätte ja sein können, dass wir hier noch mehr... So, da waren wir ja auch. Und da ist auch keine Treppe, ne? Ne. Okay. Huch, Glühwürmchen. Tja, also ich denke mir mal... Warte mal, was? So, ne? Ich soll ja mehr auf die Karten gucken. Da ist noch irgendwas. Aber ob das wirklich etwas ist, ist die Frage, ne? Also hier so. Wir können ja mal außen rum gehen. Vielleicht ist da ja irgendwas dann zugänglich. Schauen wir mal. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich alles nur wegen dem Bartür und dass wir Elfriede gerettet haben und man eben halt noch ein paar Geheimnisse erkennen kann. Und mehr soll das gar nicht sein. War schon richtig. Nee, das ist ja ganz falsch. Das ist der Weg wieder zurück. Da ist der Strand. Ach so, das ist was anderes. Das ist schon gar nicht mehr hier in dieser Festung. Okay, schade. Da ist auch... Komm, jetzt sind wir schon mal hier. Kommen wir hier weiter? Würde mich mal interessieren. Wow. Kommen wir, ja? Die Frage ist nur, ob das einen Sinn hat, dass wir hier weiterkommen. Warte mal. Hier geht es nur wieder runter, ne? Oder? Das ist dann das Problem. Dann vermute ich überall immer zu viel. Gut, hier gibt es einen schönen Ausblick, aber mehr als das jetzt einmal zu umrunden, machen wir, glaube ich, gerade nicht. Wow. Ja, nee. Alles klar. Okay, warte mal. Ich glaube, ich hatte den Bartür noch ein... Messer gegeben. Ah, noch ein bisschen mehr. Komm, das nehmen wir jetzt eben nochmal und können vielleicht nochmal eben bei ihr vorne verkaufen. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Oh Gott. Nein, ich habe da überhaupt keinen... Habe ich einen Punkt? Ich habe keinen Punkt zu vergeben, ne? Ne. Doch, ich habe einen. Ich habe einen Erinnerungspunkt. Oh, dann war das Zufall. Schleudert einen Kegel aus Frost. Aber mit Frost arbeite ich nicht so. Ich arbeite ja eher mit Feuer. Doppelter Manipulationszauber. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, dann wäre es vielleicht dann doch...
das wäre dann eben den Bogen verbessern. Nee, das sind Schlösser. Moment. Machen wir einfach jetzt mal. Und dann komme ich auf die Pfeile. Also es ist, ich weiß, es ist sehr, klingt sehr unentschlossen, aber ich arbeite eben halt auf zwei Hand, auf schwere Rüstung, auf Elementarzauber und auf Bogen hin. So ist es halt nun mal. Okay. Dann war es ja doch nicht verkehrt, versehentlich auf den falschen Knopf gedrückt zu haben. Schön war sie und stolz, die Herrscherin der Unterstadt. Ihr Leib trug nun zwei Früchte und das Unglück wuchs heran. Abends und nachts könnt ihr in Tavernen ein Glücksspiel betreiben. Habt ihr einen Spieler um all sein Geld gebracht, wird dieser jedoch erst einige Tage später wieder und so weiter und so fort.